Ja, meine Freunde, und damit wieder ein Hallo und recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Ausgabe vom Projekt Anno 1800. Ja, wo wir ja in der letzten Session ja zum Schluss hier noch das Huhngehege gemacht haben, erstellt haben. Da waren wir stehen geblieben und wir haben natürlich immer noch das böse Problem, dass wir jetzt momentan mit unserem Schiffen, ja, dass unsere, ja, wie soll ich sagen, dass die Piraten ein bisschen böse auf uns sind. Weil wir sie ein bisschen verärgert haben, aber na gut. Da lassen wir uns jetzt mal nicht von, ja, ärgern, sondern sehen zu, dass wir, ja, das Beste draus machen. Ja, und ich sehe schon, Weizen macht hier schon wieder eins für Ecke. Naja, mal sehen. Ja, war ja klar. Von was denn? Ach, da. Die Anna. Ja, die Anna. Neue Befehle? Ja, mein Hopfen wird beschossen. Ja. Oh, der dreht eh gleich ab, sobald mein Hafen in die Nähe kommt. Ja. Ja. Naja, ich muss dringendst irgendwas dagegen tun. Das geht so nicht weiter. Hopfen brauchen wir ja momentan auch nicht, oder? Ich denke mal, da werde ich jetzt erstmal das Schiff hier stehen lassen. Zum einen, weil es eh fast broken ist. Normalerweise müsste es in den Hafen, um repariert zu werden. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt mal so ohne weiteres schaffen. Würde ich nämlich jetzt sagen, halten wir mal die ganze Flotte hier an. Das Ding kommt hierher, weil das Ding sieht nämlich nun auch schon ein bisschen mitgenommen aus, mein Schiffchen. Ja, wir müssen halt jetzt wirklich aufpassen. Die komischen Scheißpiraten, Mann. Wenn die nicht so doof wären. Ich meine, gut, mit denen irgendwie. Warte mal, Diplomatie. Kann man denn mit denen irgendwas anfangen? Ich, Prinzessin Xing, ist mit dem und mit dem in der Allianz. Also mit uns beiden. Okay, wir sind. Ja, gut, nur. Wir können da leider. Okay, wir sind mit dem im Frieden. Mit der haben wir Frieden. Ah, sie hat mit ihm Bosskrieg. Okay. Man sieht also jetzt gar nicht den. Was? Was? Okay. So, okay, na gut. Also ich kann jetzt gar nicht. Schade, ich dachte wenigstens, ich kann mit den Piraten, also mit der komischen Piraten, Piratinnen, da mal ein bisschen was tun, damit wir nicht unbedingt jetzt immer dieses Theater haben. Aber ich glaube, die wollen nicht, wie es aussieht. So, warum steht die Schildkröte jetzt nochmal hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Das große Problem ist ja, ach ja, das Paprikasaatgut haben wir ja hier noch rumliegen. Stimmt ja. Aber gut, brauchen wir momentan nicht unbedingt. Also wir können es erstmal lassen, wie es ist. Was wollte ich machen? Ich wollte ein bisschen davon wieder mitnehmen. Ah, nicht so viel. Ein bisschen was wollen wir den ja lassen. Weil das Zeug brauchen wir ja auf unserer Insel noch ein bisschen mehr. Deswegen werde ich jetzt gerade mal in der Hoffnung, dass wir nicht wieder angegriffen werden. Das Ding ist einfach, ja, das beste Schiff, was du haben kannst, wo genug Kanonen bei sind, sind halt die Linienschiffe. Die haben 30 Kanonen. Ja, der hat hier nur 15, die Fregatte, und ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht die Fregatte gegen die. Naja, gegen so eine Kriegs-, also hier gegen die Piraten, ob wir da eine Chance hätten.
Ach, Prinzessin Xin. Ja, gut, okay. Jetzt ist die große Frage. Den Hopfen haben wir erstmal angehalten, weil haben wir ja. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Genau, hier ist wieder eine Quest für unseren Dings. Die Königin ist eigentlich aus dem Casino geflohen. In der Droschke ist weit zurückgefallen. Ach so, und ihre Droschke ist weit zurückgefallen. Ihr Fahrer glaubt, sie folgt der Küste. Vielleicht zu einem Schiff. Sie könnte entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff eilen, das im Hafen von Monegasque warten müsste, falls der Kapitän ihren Befehl befolgt hat. Ja gut, also ich bin ja mal dafür, dass wir ja sie weiter verfolgen. Ja, so erreichen sie die nächste Bucht hinter Monegasque. Und als sie aus ihrer Droschke springen, sehen sie die Königin über einem Pier eilen, an dem ein großes Flaggschiff namens Ehrenrunde festgemacht hat. Offensichtlich ist die Mannschaft auf Notfälle dieser Art vorbereitet, denn das Schiff scheint zum Auslaufen bereit zu sein. Sie können versuchen, die Königin zu rufen oder sich ein Schiff zu borgen, um die Verfolgung fortzusetzen. Naja, da würde ich doch fast sagen, wir machen einfach mal die Navigation und beschlagnahmen ein Schiff. Eure Fähigkeiten als Schirmmann sind äußerst beeindruckend, ruft ihnen die Königin zu, als sie mit dem von ihnen ausgeborgten bescheidenen Segel längsseits ihres Flaggschiffs gehen. Wir treffen uns morgen am Kap Trelawney. Trelawney, keine Ahnung. Sie finden ihr eigenes Schiff im Hafen und segeln nach Trelawney, dem südlichsten Punkt in der alten Welt. Es ist noch keine 15 Jahre her, dass dort ein gewisser Admiral Nadaski einen großen Seesieg über La Crona errungen hat. Die Ehrenrunde erwartet sie dort und sie werden von der Königin herzlich an Bord empfangen. Sie können sie nun endlich fragen, warum sie davongelaufen ist. Ja, cool. Geile Sache, wir haben sie. Und ein schönes Intro. Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Capaum-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Capaum-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten, Crown Falls. Mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ernennen euch zum Gouverneur dieses Eilands, dem Kap von Trelawney. Vorerst vielleicht noch ein bescheidener Außenposten. Aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, wir schippern mal hier hin. Weil wir ja jetzt unser Geschenk abholen sollen. Es wurde eine neue... Ach ja, wir sind... Ach, wie cool ist denn das bitte? Das ist jetzt nochmal eine andere Insel. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was gibt's denn hier alles? Ölquellen. Zement, Kupfer, Zink, Steinkohle, Eisenvorkommen und Lehm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird langsam. Oh. Hey, der Witzke. Also, es wird langsam. Ja, finde ich schön. Okay. Und wir sollen dann ein kleines Konto errichten. Also, ich finde, ja. Die Insel sieht mega gut aus. Schön groß vor allem. Da ist jetzt die Frage, wo bauen wir denn? Aber ich würde ja fast schon sagen, hier vorne, dass wir nach
Hier, jawohl, hier hast du nicht viel. Ja, doch. Hier und das war dann irgendwo hier an der Seite noch. Das wir hier unten dann. Ja, oder machen wir hier hin und machen da dann. Ah, keine Ahnung. Wir mal gucken, Mama. Erstmal holen wir unsere Geschenke. Ich hoffe mal, ich krieg sie alle unter. Weil. Ist ja bloß ein Dreier. Also ein Schiff, was drei Plätze hat. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Sachen die für uns hat. HMS Ehrenrunde. Cool. Alter, was ein schönes Schiff. Aber ist das nicht fast dasselbe, was ich habe? Oder bin ich jetzt bloß... Nee, und... Doch, das ist doch Neue dasselbe. Befehle? Ist doch dasselbe, wie ich habe. Ha. Okay. Und hier ist wieder Getreide und Kartoffeln drauf. Und... Ja, ist klar. Also, ihr wisst genau, was das heißt. Irgendwann wird es so weit sein, dass ich hier auch wieder irgend sowas anbauen muss. Wenn denn meine Leute nicht zufrieden sind, beziehungsweise ich dann doch Engpässe habe. Und die Insel sieht ja wirklich mega riesig aus. Also, die ist ja mal richtig schön. Also, da wird sich bestimmt gleich wieder einer aufregen, weil ich ein neues Konto errichte. Ich sehe es doch kommen. Da die, ja, irgendeine andere, und ich glaube, wird Willi sein. Willi will's wissen. Nein. Na, mal schauen. Schauen wir mal und gucken wir. Da, jetzt kommen wir an. Genau. Ach, die haben jetzt einen Waffenstillstand. Na, das ist doch aber fein. Na, vielen Dank. Wenn sie wenigstens jetzt mit mir noch einen Waffenstillstand machen würde. Ich muss mal sehen, dass ich vielleicht, aber da muss ich ja wieder Geld zahlen. Es wäre klug anzunehmen. Na klar. Ach so, ja. Und genau da ist jetzt schon wieder mein Problem. Moment. Müssen wir eben das rausschmeißen. Kriegsschiff Weil. meldet sich zum Dienst. Meine Fresse. Was? Ah, jetzt. Volle Segel! So. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wir sollen ein Konto errichten. Ich bin noch am Überlegen, aber ich glaube, ich werde hier mein Konto errichten. Ist vielleicht doch am günstigsten. Schon alleine wegen der baulichen Sache. Mal schauen. Ich denke mal, hier die Insel wird, glaube ich, wenn wir von hier anfangen. Wir müssten zwar gucken, dass hier wird bestimmt wieder Kupfer sind, genau. Ist halt wieder blöd, aber ja, gut, anders geht's nicht. Alter Vater. Hier oben sind Ölquellen, ne? Nee, Steinvorkommen, okay. Stein, Eisen, Lehm, also hier hast du ja alles. Also. Ja, ich denke, das könnte gut werden. Mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Weil wir haben jetzt nicht umsonst so viel Material gekriegt, um ein Konto hier zu errichten. Irgendwas kommt doch da noch. Eieiei. Na, mal schauen. Erstmal muss mein Schiff jetzt mal. Es ist halt eben nicht das Schnellste. Das ist leider so. Ach, und sie ist aber immer noch hier, okay. Okay, mal sehen, vielleicht kommt noch irgendwas als nächste Aufgabe. Oh, guck mal hier. Reste von den Schiffen. Die hier. Vor allem die Insel ist ja mal süß. Hier kannst du wirklich nichts drauf tun, ne? Aber wie willst du da in das Leben kommen, ohne, ne? Irgendwie komisch. So eine kleine Insel und sollst dann dort Leben abbauen. ja, Bauern. Beziehungsweise, das sind ja dann schon Arbeiter, glaube ich. Wird das ja schon bald auch nicht. Mal schauen. Wir schauen einfach mal, was jetzt dann passiert.
Weil den Konto kann ich ja hier errichten. Das ist ja schon mal. Ich sag mal so, hier kannst du dann auch schon mal sagen, hier könntest du. Was? Gendler Futten. Okay. Ja, okay, wer auch immer die jetzt schon wieder war. Also die haben sich alle mal so gerne. Alle so gegenseitig, die lieben sich alle so. Ich weiß auch nicht warum. Naja, gut. Auf jeden Fall, Expedition ist beendet. Wir müssen dann den Fisch und den Schnaps da hinten mal noch wegholen. Weil das war ja das, wo ich, ja. Genau. Da errichten wir jetzt einen Konto. Das muss dir sein. Jetzt, wo meine Berater alle sagen, ich soll die Füße stillhalten. Neue Befehle? Okay, so. Jetzt holen wir hier noch. Die Vision. Eine glänzende Metropole im Gedenken an unseres Vaters glorreichen. Segel setzen. Welch strahlendes Juwel in der Krone. Okay, wir sollen 100 Bauern erreichen. Ja, gut. Verstehe ich nicht ganz im Moment. Okay. Hä? Wie jetzt? Einfluss bezwingen. Oh. Okay. Cool. Weil wir haben ja hier sogar schon Arbeitskräfte. Wieso sollen wir jetzt. Ich verstehe es nicht ganz. Um die nächste Station zu erreichen, müssen an einmal anlocken. Errichten Sie genügend Wohnhäuser also für Sie und sorgen Sie dafür, dass Sie Grundbedürfnisse. Oh, Lumpensammler. Segeln Sie zum Leuchtturm des von Alten Nate. Ah ja, mache ich gleich. Moment. Gleich. Also, erstmal muss ich mein Zeug wieder einsammeln. Okay. Also finde ich ja schon mal geil. Wir haben jetzt also wiederum wieder noch einen anderen Status. Crown Falls, einladende Siedlung. So, die zwei Sachen holen wir uns jetzt noch. Und jetzt schippern wir hier zum Leuchtturm. Mal schauen. Das sieht natürlich auch wieder geil aus hier. Alter Finne. Mit diesem Zeppelin oder Luftschiff oder, ne? Sind das etwa Soleier, die ich an dir rieche? Was geballastete Taucherglocke wird aus Bergungsschiff. Oh, wie krass. Okay, ich glaube, ich weiß, was es werden soll. Wir müssen irgendwas bergen, bestimmt. Ich kann mir es fast vorstellen. Naja, mal gucken. Wir warten mal drauf. Wir schauen jetzt mal, was der jetzt hier gibt. Unser Schiff braucht so 10 Jahre, ist hier aus. Aber, naja. Wir schauen mal, was uns jetzt hier noch erwarten wird. Ich hätte natürlich das zuerst erstmal wegräumen können und dann, aber naja. Ich hoffe ja mal nicht, dass er jetzt hier wieder so viele Items uns geben will. Sonst muss ich echt nochmal zurückschippern, das ausladen und dann wieder hin. Na, mal schauen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an. Wir sollen auf jeden Fall eine Siedlung errichten. Was ich mir schon fast gedacht hatte. Aber 100 Bauern ist jetzt erstmal keine Herausforderung, sag ich mal. Das geht. Das geht. Und da das Eiland auch fruchtbar ist, also Schnaps können wir auf jeden Fall schon mal selber herstellen. Weizen können wir dann auch selber herstellen. Wir können sogar Hopfen selber herstellen. Alles auf der einen Insel. Das ist eigentlich ganz. Könnte ganz gut werden. Stand gespeichert.